In Hoyerswerda wurde heute ein Fördermittelbescheid von knapp 22,5 Millionen Euro durch den sächsischen Staatsminister für Regionalentwicklung Thomas Schmidt an das Lausitzbad übergeben. Die Mittel stammen aus dem Braunkohlefonds für Strukturwandel in der Lausitz. Der Staatsminister war hierfür heute neben Hoyerswerda auch in Weißwasser und Görlitz unterwegs. Bis zum kommenden Oktober sollen im Lausitzbad in Hoyerswerda ein zusätzliches 25-Meter-Becken sowie ein Becken für Wassergymnastik und Babyschwimmen entstehen. Der Außenbereich des Bades soll eine Sport- und Spiellandschaft erhalten. Darüber hinaus wird der Saunabereich erweitert, der Eingangsbereich und die Gastronomie werden umgebaut und die Barrierefreiheit der gesamten Anlage verbessert. Mit einem gemeinsamen Spatenstich wurde die Übergabe der Fördermittel symbolisch besiegelt.